Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Rabea Klatt. Ich bin Bewegungstherapeutin und Heilpraktikerin und immer auf der Suche nach kleinen Alltagsjuwelen, die uns hier ganz viel Leichtigkeit und Lebensqualität bringen, gerade bei chronischen Schmerzen, Erschöpfungszuständen und Verspannungen. Und heute, wie versprochen, geht's weiter hier mit Morten Menge. Hallo Morten, herzlich willkommen. Genau, wir wollen heute nämlich das Thema Meditation etwas angucken. Morten ist da schon einige Jahre unterwegs mit dem Thema Meditation und du hast ja so ein bisschen anklingen lassen, dass auch Meditation und Tee, dass das für dich auch eng beisammenhängt. Also wie kann ich mir das vorstellen oder wie fließen die Bereiche ineinander? Ja, genau, um das vielleicht ein bisschen zu erklären, erzähle ich ein bisschen was von meinem persönlichen Werdegang mit Tee und Meditation. Vor gut 10 Jahren, als es bei mir mit Tee losging, tatsächlich ging es vorher bei mir mit Meditation los. Ich habe angefangen, mich für Meditation zu interessieren, weil das war eine Zeit, wo ich auch einfach sehr, sehr unruhig war und sehr, sehr gestresst. Habe natürlich nach Wegen gesucht, da irgendwie so rauszufinden und bin dann dort auf Meditation gestoßen. War erstmal überwältigt gewesen von diesem großen Angebot, was es so gibt, welche Richtungen, wie, ist ja auch sehr, sehr spirituell geprägt, häufig von japanisch Zen oder buddhistische Meditation und dergleichen. Ich wollte damals allerdings komplett was Konfessionsloses, einfach nur so Atemtechniken, um einfach so ein bisschen so runterzukommen. Und bin dann nach einer Weile auch auf etwas gestoßen, habe dann gelernt, mich auf meinen Atem zu konzentrieren, entsprechend runterzukommen. Zu einer ähnlichen Zeit bin ich dann vermutlich, weil ich es geschafft hat, auch durch Medien jetzt ein bisschen so runterzukommen, sind meine Augen offen geworden für andere Themen und da bin ich halt auf Tee gestoßen. Wer weiß, vielleicht hat es tatsächlich mit den Anfängen der Meditation zu tun, denn Meditation macht vieles langsamer und Ja, man. und das ist auch ein schöner Moment. Also ich glaube, du beschreibst den Moment ganz schön. In dem Moment, wo ich achtsam bin, entschleunige, zu mir komme, öffnen sich auch plötzlich Wege, die ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Also vorher habe ich es auch gefühlt, ich war irgendwie mehr blind und viele Sachen nicht so gesehen, die mir so, sage ich mal, im Alltag begegnen. Dann bin ich auf Tee gestoßen, wie ich schon im vorigen Video erzählt habe, so gemerkt, wow, Tee hat ja echt was richtig Entschleunigendes, was richtig Beruhigendes. Und als ich dann angefangen habe, abends Tee zu trinken, habe ich kam da so ein Moment, den ich halt genauso auch bei Meditation so verspürt habe. So dieser Moment, wo man wirklich das Gefühl hat, jetzt denke ich gerade gar nicht mehr so nach. Also jetzt bin ich einfach nur so da, jetzt atme ich nur, jetzt trinke ich nur Tee. Und das fand ich halt sehr faszinierend. Da habe ich Also diese gemerkt, wow, Parallelen zu entdecken. genau, diese Parallele zwischen einfach Tee trinken und zwischen Meditation so zu entdecken, dass das so deckungsgleich ist. Und da habe ich so gemerkt, wow, also vielleicht ist es nicht einfach nur, muss man einfach nicht nur Atemtechniken befolgen oder so. Die Form des Meditierens scheint mir in sehr, sehr vielen Dingen irgendwie so zu sein. Und genau, so bin ich, genau, das ist so, bin ich ein bisschen zur Meditation gekommen. Und wie würdest du beschreiben, was hat dir die Meditation für deinen Alltag gebracht? Also wie siehst du, bereichert sie deinen Alltag? Das hat sich tatsächlich auch sehr viel bei mir geändert über die Jahre. Am Anfang war es so gewesen, dass ich einfach runtergekommen bin. Ich habe gemerkt tatsächlich, dass ich auch bei der Arbeit deutlich fokussierter geworden bin, weniger abgelenkt war, auch besser in der Lage war, irgendwie störende Sachen, sage ich mal so, rauszufiltern oder einfach auch klipp und klar zu sagen, das mache ich jetzt so und nichts anderes. Das auf jeden Fall. Und jetzt zunehmend merke ich, dass Meditation helfen kann, auch zu verarbeiten und wirklich Erlebtes zu verarbeiten, aus dem aktuellen Alltag oder total noch weiter zurückliegend. Denn auch bei mir hat sich die Meditation über die Jahre deutlich intensiviert, angefangen damals auch mit nur 10, 15 Minuten. Mittlerweile mache ich halt auch mal eine Stunde und bin auch schon auf längere Retreats gegangen, wo das halt wirklich mehrere Tage so ging. Und da Genau, habe ich du dann machst nochmal den gemerkt, wow, Vipassana, vielleicht für alle genau. diejenigen, die das kennen, genau. Genau, ich mache Vipassana und habe allerdings auch mit Zen-Meditation so zu tun und weiß so ein bisschen, wo da die Unterschiede so liegen und wieso der Fokus so ist. Genau, da habe ich so gemerkt, ja, also Meditation kann nicht nur dazu behilflich sein, dass man einfach so besser durch den Alltag kommt, aber es kann tatsächlich auch helfen, wirklich auch ja, bei sich selbst wirklich so ein bisschen aufzuräumen und sich ein bisschen näher zu kommen. Vielleicht auch ein oder andere
ein bisschen so anfangen, so zu entwirren. Denn das Schöne an der Meditation ist auch, dass man es irgendwie so schafft. Ich finde immer, eine Meditation ist auch eine Gelegenheit, so eine Konversation mit einem selber, auf objektive Art und Weise. Man schafft so ein bisschen Abstand. Mhm. Das ist genauso, wie man sich mit einer anderen Person darüber unterhält. Ebene, ne? Wo du nochmal so ein bisschen rausgehst aus dir. So eine Vogelperspektive, einfach so, man steigt so ein bisschen aus sich raus und merkt so, diese Person da, die denkt gerade an das und das. Ja. Und man schafft halt wirklich mal selber so, sich anzuschauen, wow, daran denke ich gerade oder diese Person gerade. Mhm. Ne? Also es hilft so ein bisschen Objektivität. Ja. Irgendwie so hinzubekommen. Ist sehr, sehr hilfreich. Ich finde es auch schön, was du gesagt hast mit dem Verarbeiten, weil ich finde wirklich, dass das auch eine wunderbare Sache ist, wie du gesagt hast, also das, was ich mir jetzt in dem Alltag hier angesammelt habe, an dem Tag, um das wirklich nochmal loszulassen, um dann wirklich in den entspannten Schlaf zu gehen und wirklich auch nochmal an den Körper zu kommen, dass da wirklich Heilungsvorgänge nochmal passieren können, ne? Weil wir operieren ja auf verschiedenen Gehirnwellen und immer, wenn wir in den Beta-Gehirnwellen sind, wo wir voll konzentriert sind und immer gucken, wo ist der Stress, wo ist das Problem, dann kommen wir gar nicht in so eine Entspanntheit, in so eine Alpha-Ebene. Und ich finde, das ist Meditation, bringt uns da einfach auch mehr rein, dass auch die ganze Muskulatur mal loslassen kann und der Kopf auch mal hier so einen Ruhemoment bekommt. Ne? Also, dass ich wirklich alles sortieren kann, auch in mir. Du hast vollkommen recht. Und das Magische daran ist, dass dieses Sortieren auf ganz automatische Art und Weise passiert. Mhm. Also bei der Meditation geht es auch darum, wirklich lernen, loszulassen, einfach eigentlich nichts zu machen. Klar, man muss ein bisschen auf den Fokus arbeiten, dass man sich entspannt, nicht zu sehr rumdenkt. Aber wenn man das erstmal so geschafft hat, dann sortieren sich Sachen ganz häufig von alleine. Es ist wirklich so, dass man wirklich dieses Knäuel, diesen Knoten, den man jeden Tag mal ein bisschen fester macht, einmal loslässt. Und dann es ist wirklich so wie Magie. Also dann löst sich manches. Ein Problem löst sich wirklich in Luft auf. Man denkt, wow, da habe ich mir Gedanken gemacht. Ist wirklich eine schöne, sehr, sehr wertvolle Sache. Ja, ich glaube, durch diese Metaebene, durch diese Entspannung, also ich gehe da so ein bisschen aus dieses Scheuklappendenken raus, aus diesem Extremfokus, dann ist auch die Möglichkeit, wenn da Raum entsteht, es stimmt, dass ich da auch viel sortieren kann. Wie oder was würdest du jetzt nochmal so zum Abschluss für die Leute, die zugucken, die gerne beginnen möchten, aber denken, oh, eine Stunde, anderthalb Stunden und dann sitze ich da und dann verkrampft sich alles. Was wäre ein guter Einstieg? Ich finde, ein guter Einstieg ist einfach ein bisschen lernen, sich so zu entspannen. Also das heißt, bitte? Wie mache ich das konkret? Genau, das macht man, wenn man jetzt zum Beispiel mit Meditation so arbeitet, dass man sich erstmal einfach so gemütlich so hinsetzt. Man muss jetzt auch nicht irgendwie so möglichst gerade allerdings, so, dass man sich möglichst hinsetzt und erstmal vielleicht so ein bisschen anfängt, in den Körper irgendwie so rein zu hören, ja, und irgendwie zu merken, okay, welche Körperteile merke ich gerade besonders präsent? Merke ich gerade irgendwie die Schulter? Und dann könnte man zum Beispiel damit arbeiten, dass man versucht, die Schulter noch ein bisschen mehr so zu entspannen. Dass man einfach so ein bisschen so in die Schulter so reinatmet. Mhm. So tief einatmet und so ein bisschen versucht, in die Schulter so reinzuatmen, zum Beispiel, dass sich ein bisschen mehr entspannt. Und dann noch ein bisschen weiter zu suchen, was sich gerade so ein bisschen so meldet. Mhm. Und einfach daran so arbeiten, sich gerade ein bisschen so zu entspannen. Und tatsächlich, wenn man das dann so schafft, dann tut man das. Mhm. Und muss jetzt nicht irgendwie jetzt sich sagen, ich muss jetzt 10 Minuten so durchhalten, sondern einfach sich entspannen. Man wird automatisch runterkommen. Ja, naja, und vielleicht auch, weil viele haben ja auch das Problem, entspann dich und dann geht es erstmal in die Anspannung. Da finde ich das vielleicht nochmal gut zu sagen, okay, dann nimm erstmal wahr, was passiert im Körper, geh vielleicht mit deiner Achtsamkeit in die Schultern, wie kannst du vielleicht noch ein Stückchen mehr loslassen, wie kannst du dahin atmen, also durch den Körper wandern und dann vielleicht einfach auch mal diese Offenheit zulassen, was passiert, wenn ich da mit meiner Achtsamkeit und Atmung hingehe. Schön, das ist wunderbar, das ist, glaube, das können viele hier nochmal mitnehmen in den Alltag, das erfordert auch nicht viel Zeit. Und ja, ich danke dir ganz herzlich für diese wunderschönen Inspirationen. Ich denke, dass da jeder irgendwie das ganz einfach anwenden kann in seinem Alltag. Vielen lieben Dank, Morten. Sehr gern. Gut. Tschüss. Ciao.